Moin, liebe Top-Familie und liebe Singer-Fans da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, wir machen hier weiter mit Reaktion auf Masken und wir sind in der Ukraine angekommen. Hier natürlich kurz der Hinweis, das ist so gesehen die, in Anführungszeichen, letzte Folge, wo wir auf eine Staffel reagieren, die nur eine Staffel hat. Wie ihr auch seht, ist schon länger her, 21 kam diese Staffel. In den Ukraine oder in der Ukraine eben. Und wir haben dann nur noch Länder, sag ich mal, eben und Staffeln, wo mindestens zwei Staffeln es dann auch eben gibt. Bedeutet, wir machen tatsächlich vielleicht zwei, vielleicht 3 Wochen Pause. In der Zeit kommen dann Videos zur Datenbank. Hatten wir auch lange nicht mehr, deswegen, darauf könnt ihr euch schon mal einstellen, dass wir dann nach diesem Video nächste Woche, dass dann Datenbank-Videos kommen, wo wir uns dann mal wieder darum kümmern, werden ChatGPT vielleicht mit dazu holen, werden unsere Liste aktualisieren, werden mal gucken, ob wir nicht sogar Namen löschen können, dazu aber dann mehr. Deswegen, und um kein Video zu verpassen, lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und vergesst vor allem nicht, eure Bewertung mit in den Kommentaren zu schreiben, welche Maske euch hiermit am besten gefällt. Demzufolge würde ich sagen, gehen wir hier nach unten. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Buffalo, also mit einem Büffel. Sieht sehr metallisch aus. Ein Metallbüffel. Irgendwie sehr, sehr viele Farben. Du hast da so irgendwie Pink, du hast da Blau. Gelb, Schwarz, Silber. Finde ich ein bisschen sehr, sehr wild. Du erkennst, dass es ein Tier ist, irgendwie mit Hörnern. Du siehst hier so ein bisschen diesen Nasenring. Aber irgendwie finde ich, mich, dass ich nicht jetzt so zu 100% ab. Weil es ist so metallisch, du hast jetzt nicht klassisch ein Tier. Ja, kannst du sagen, ist so ein bisschen mal was anderes. Vollkommen klar. Aber irgendwie überzeugt mich das nicht so ganz. Es überzeugt mich einfach nicht ganz, deswegen schwierig. Ob es am Ende in meiner Top 3 ist, glaube ich eher nicht deswegen. Dann haben wir Krapanka. Was zur Hölle ist Krapanka? Erstmal wieder googeln. Krapanka. Krapanka ist ein rohes Ei. Ja, ist ein, ja. Okay. A raw eggs decorated with the drops of Rex utilizing the Rex racist technique. Okay. Cowboy-mäßig. Ich finde das Gesicht irgendwie sehr, sehr cool, wenn ihr mich fragt. Stark finde ich, du hast die Arme in der Farbe hier vom Tuch hier oben. Hebt sich ab, ist mal so ein bisschen was anderes. Ist so hier eben gepunktet, ist da auch gepunktet, von daher ist, finde ich, das cool. Augenbrauen auch sehr, sehr cool. Muss ich gerade so ein bisschen hier an, weiß ich nochmal, Emilia Clarke denken, Daenerys Targaryen aus Game of Thrones. Die ja irgendwie die Fähigkeit hat, irgendwie einzeln ihre Augenbrauen hochzuziehen. Finde ich irgendwie sehr, sehr krass. Und ich finde das Gesicht irgendwie sehr, sehr stark. Also ich finde, das ist schon so ein bisschen vermenschlicht, finde ich. Und das finde ich cool. Du hast hier eine Nase, du hast hier Augen. Du hast einen schönen Mund. Du hast jetzt nicht irgendwie so einen, der übermäßig groß ist oder so ein ganz klein. Ich finde, das passt einfach. Deswegen find ich stark, muss ich schon zugeben. Finde ich stark. Dann haben wir einen Fuchs. Ein Fuchs von Kung Fu Panda so ein bisschen. Hat hier so ein bisschen so dieses Outfit an, als wäre der in Japan, Asien irgendwie in so einer Art Tempel. Dann hast du hier die Krallen. Sehr, sehr stark. Es ist ein Fuchs, ja. Aber irgendwie überzeugt mich das Gesicht nicht so ganz. Ich finde, das ist hier vielleicht ein Ticken zu viel Weiß hier so, sage ich mal, so von unter den Augen und Hals so runter. Ist mir ein bisschen too much. Vielleicht hätte ich so hier am Mund vielleicht angefangen. Finde ich ein bisschen zu viel weiß. Ansonsten hier noch, sage ich mal, so eine Art Kopfbedeckung auf. So ein Fuchshut.
Ohren finde ich stark, aber vielleicht auch hier ein bisschen zu viel Weiß. Das Schwarze hier noch mit drin finde ich gut. Ich finde das Weiße ein bisschen zu dominant bei dieser Maske. Hier hinten irgendwie, keine Ahnung, Nunchucks oder irgendwie sowas. Oder ein Schlagstab, ich weiß es nicht. Man erkennt einen Fuchs. Ich finde aber, das Weiße dominiert hier ein bisschen zu sehr. Dann haben wir Peahen. Denk mal ein V. Kann er doch mal gucken. V heißt ja eigentlich was anderes, aber Peahen. Eine Pfauenhenne. What? Es gibt eine Pfauenhenne? Warte mal. Pfauenhenne. Es gibt eine Pfauenhenne. Find ich ja irgendwie krass. Finde ich ja irgendwie krass. Ja, also du erkennst, finde ich, auf Anhieb ein V, aber dann auch wirklich irgendwie so hennemäßig. Schickes türkises Outfit. Hier so eine Art, hier, wie heißt das nochmal? Komme ich nicht drauf, das hat doch einen Namen. Komm ich nicht drauf. Komme ich einfach nicht drauf. Ich weiß, es hat einen speziellen Namen. Aber ich finde das von der Farbe echt stark. Hat ja die gleiche Farbe wie die Handschuhe hier, ja. Der Pfauenhenne. Auch hier oben eben so dann dieses Federvieh, sag ich mal. Hier eben so diese Musterung. Augen nicht zu groß, nicht zu klein passend. Dann eben so ein Schnabel. Finde ich zumindest interessant. Finde ich interessant. Dann haben wir einen Goat, also einen Ziegenbock. Ja, du erkennst den Ziegenbock, hat hier sogar eine Glocke, was ich gut finde. Jetzt frage ich mich nur, warum sind hier so Federn, so als Schmuck? Verstehe ich nicht ganz. Wird man sich irgendwas beigedacht haben, aber du erkennst sehr, sehr guten Ziegenbock. Starkes Gesicht, muss ich zugeben. So Augen und so hier vorne auch eben so Nase und Mund, muss ich zugeben. Gefällt mir echt gut von der Ausarbeitung, ja. Dann eben so hier die Hörner, die ja auch so ein bisschen nach vorne, dann nach hinten gehen. Du hast hier eben ein schönes Fell vom Schaf oder eben vom Ziegenbock, ja. Oder Stein, nee, Steinbock ja nicht, vom Ziegenbock. Oder Schafbock? Jetzt bin ich gerade wieder blöd. Was heißt jetzt nochmal Goat richtig übersetzt? Goat ist doch. Ah, Ziege. Okay, Goat ist nur Ziege. Ich dachte irgendwie Ziegenbock oder irgendwie sowas. Eine Ziege. Erkennst du aber trotzdem, finde ich. Ich finde das mit der Glocke hier schick. Warum hier diese Federn so sind, verstehe ich nicht. Aber ansonsten eigentlich echt schick eigentlich. Dann haben wir einen Löwen. Boah. Löwe finde ich gerade ein bisschen schwer. Ich sage euch warum. Outfit erstmal, weil Löwe. Königlich passt. Passt hier vom Outfit. So hier eben das an der Schulter. Also eben dieses Polster. Dieses Outfit. Lila, Gold irgendwie so. Finde ich schick. Ein goldenes Mikro. Finde ich schick. Die Augen finde ich auch stark. So stechend grün. Warum ist das alles in Schwarz? Warum ist der Kopf schwarz? Warum sind die Haare schwarz? Ja, man hat sich dabei was gedacht. Man wollte vielleicht eben eine andere Art Löwe erschaffen irgendwie. Sag ich jetzt mal. Aber irgendwie finde ich, dass es aufgrund dann, weil es schwarz ist, ein bisschen zu triste, ein bisschen zu fad, ein bisschen zu langweilig, nicht bunt genug. Finde ich schade für etwas, wo du dir beim Outfit gut Gedanken gemacht hast, königlich, und dann eben so ein Outfit zu haben, ich den Kopf aber nicht stark genug finde. Hätte dann eher mit den klassischen Farben eben so dieses goldene, gelbliche, sag ich mal, gearbeitet. Das gefällt mir irgendwie nicht. Aber du erkennst den Löwen auf jeden Fall. Dann haben wir eine Rose. Ja. Finde ich nur schwer, irgendwie sowas wie eine Rose zu haben, weil eine Rose, wenn du die ja so hältst, du hast hier einen Stiel, oben eben so Rosenkopf. Ja, du erkennst hier irgendwie eine Rose, aber ich setze die Maske für mich deswegen aktuell mit nach ganz hinten. Aus dem Grund, du kannst da nicht viel mitmachen.
Zum Beispiel beim Löwe, auch wenn mir Löwe nicht gefällt, aber du hast da in dem Sinne was riskiert und der Löwe einen anderen Touch gegeben, eine andere Farbe. Bei einer Rose, ja, es gibt gelbe Rosen, es gibt auch, keine Ahnung, vielleicht auch blaue Rosen, ich glaube nicht, aber jetzt nur beim so per se. Klassisch sind eben natürlich eben rote Rosen. Aber du kannst halt eben nicht viel machen. Du machst eben oben, sag ich mal, dann die Rosenblüten, so eben diesen Kopf, wo du die Augen siehst, was ich cool finde erstmal. Und das war's. Du hast hier dann eben so rote Fingernägel noch, hier so türkis, als wäre das der Stiel. Das war's. Mehr kannst du da nicht machen. Das ist so ein bisschen, wo ich mir so denke, ja, du hast eine Rose als Maske, aber was willst du da groß machen? Du hast jetzt nicht so viel künstlerische Freiheiten und einen Freiraum wie bei anderen Masken. Dann machen wir weiter mit einem Molfar. Was ist jetzt ein Molfar? Oh Gott, ey, ich krieg hier die Krise. Molfar. Aha. Molfar. Ein fiktiver Charakter. Ein Molfar ist eine Person mit angeblich magischen Fähigkeiten in der Kultur der Huzulen. Ihre Fähigkeiten konzentrieren sich auf Kräuterkunde oder andere Volksmagie. Der Ursprung des Wortes ist ungewiss. Es kann aus romanischen Sprachen stammen, zum Beispiel italienisches Malfare, Böses tun. Okay. Fiktiver Charakter. Sehr, sehr interessant. Erkennst du gut, du hast hier auch eben so dieses Stink hier, sag ich jetzt mal. Hast du ein bisschen was von so einem Traumfänger hier so hinten, mit diesem ganzen, sag ich mal, Schmuck eben dran, starker Kopf, so eben als Sagenfigur, ja. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, aber zumindest von dem Bild, was ich hier sehe, finde ich, hast du das stark umgesetzt. Du hast einen starken Kopf, starkes Gewand, schöne Farben, hast eben so dieses Rote mit untergebracht, was ich da auch sehe. Höchstens ein Stab fehlt noch, aber dafür ist eben sonst das da. Deswegen ist es okay. Ist es okay. Dann haben wir Beet, also eine Beere. Nee, Beet. Oder was? Radieschen? Ich meine kurz Beet. Rübe. Beet ist Rübe. Rübe hat irgendwie was, finde ich. Irgendwie hier so Anzug, dann auch so das Shirt darunter. So ein bisschen hier auch rundlich in der Bauch. Irgendwie finde ich das cool. Irgendwie hat das so ein bisschen alte Oper-Vibe. Sorry dafür, aber finde ich irgendwie, als wäre das irgendwie hier so der Bart wäre, Mund ist da auf, so hier die Augenbrauen, und dann oben so eben dieses Gestrüpp von der Rübe. Finde ich irgendwie cool, finde ich ulkig. Ulkig, finde ich unterhaltsam, hat irgendwie was, finde ich. Ich hat einfach was. Dann haben wir Catfish. Ja, was ist Catfish jetzt aber für, genau für einen Fisch? Catfish. Ein Wels. Catfish ist ein Wels. Starke Umsetzung. So ein bisschen punkmäßig, so hier oben mit den Haaren. So eine Taucherbrille, hier eben so da unten. Stark umgesetzt. Wirklich stark umgesetzt. Schöne schwarze Jacke, da steht hier True drauf. Also Wahrheit. Oder man tauscht das U und E, dann hast du die Treue. Hast nicht viele Farben, du hast eben weiß, du hast rot, du hast schwarz. Und ich finde, das reicht. Ich finde, das wird sonst too much, wenn du zu viele Farben drin hast. Deswegen find ich das insgesamt schon echt stark. Dann haben wir einen Frogling, einen Frosch. Erkennst du? Klassisch. Du brauchst nicht viel machen. Du hast einen pinken Frosch mit einem gelben Regenmantel. Punkt. Das war's. Hast hier eben so die Kiemen, schwarze Augen, hier weiß. Klassisch. Mehr brauchst du da nicht machen, finde ich stark. Das mit den Händen kann ich jetzt irgendwie gerade nicht irgendwie. Hat er nur drei Hände? Oder was soll das sein? Weiß ich gerade nicht, aber insgesamt finde ich die Maske echt stark. Du brauchst nicht viel, um da was Gutes draus zu machen. Und das finde ich, siehst du anhand eben dieser Maske wieder. Du hast nur wenig Farben, hast eine Idee und das setzt du um und das war's. Und das finde ich macht diese Maske dann so gut. Und nicht, dass es irgendwie too much ist. Das merkt man ja bei manchen Masken. Dann haben wir Dragonfly, also ich vergesse es immer, Libelle. Ja, weiß nicht.
Fühler, so spiralmäßig, siehst du so Metall, so türkisblaue Farben. Dann ist das hier rausgeschnitten. Ah, nee, der Arm ist so hier drinne. So, ich dachte gerade irgendwie, ist das hier so rausgeschnitten? Nee, das sah irgendwie ganz komisch aus. Dann hier so die Arme so schwarz, hier so schwarz. Boah, finde ich schwer. Wir hatten Libellen, die schon deutlich schlechter waren. Aber so Libelle finde ich per se, hat mich bislang nie, glaube ich, eine Libelle so krass umgehauen. Und hier auch wieder. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich kein Fan davon. Dann haben wir einen Zyklopen. Finde ich sehr drollig. Hat einen Lolli in der Hand. Das finde ich sehr, sehr schön. Ein großes Auge. Eine große Pupille. Gelb eben. Das hier, denke ich, ist der Mund. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber irgendwie finde ich das insgesamt cool. Kleine Ärmchen, also wirklich, das hier so ganz kleine Arme, so am Körper. Oben dann auch nochmal so zwei Fühler. Finde ich stark umgesetzt. Finde ich stark umgesetzt, finde ich irgendwie niedlich, hat so einen Niedlichkeitsfaktor und hat ja damit auch den vierten Platz erreicht. Dann haben wir ein Reno, also ein Nashorn. Genauso wie ganz unten hier, was war das nochmal? Ja, genauso wie beim Büffel, finde ich, ist das hier genauso. Du hast es wieder so ein bisschen metallisch. Du erkennst ein Nashorn, ja, aber. Sieht so ein bisschen Rugby-mäßig aus, so sportlermäßig. Du erkennst hier noch so knapp die Augen, so ein Fokus eben. Deswegen so seitlich aufgenommen, finde ich dann okay. Aber irgendwie gefällt mir der Look nicht. Du erkennst Nashorn, aber ist jetzt eben die Frage, willst du sowas machen oder willst du, dass das Tier erkannt wird? Haben wir eben Beispiele gehabt, wo es gut war, andere, wo es nicht so gut war. Auch zum Beispiel das letzte Mal, wo wir in der Mongolei waren. Check das Video deswegen sehr gerne aus, deswegen. Geht so. Dann haben wir einen Drachen. Ja. Hat jetzt eigentlich nicht sowas. Flügel sind okay. Hier so ein bisschen golden, rot mit eingebaut. Ist jetzt nicht so ganz mein Fall. Ich finde, wir hatten da schon bessere Drachen, auch in anderen Ländern. Ich finde auch unseren Drachen hier in Deutschland besser als diesen Drachen. Irgendwie gefällt der mir nicht. Aber ich kann auch nicht irgendwie genau sagen, was es ist. Ob es irgendwie die Flügel sind, die ich ein bisschen komisch finde, oder vor allem eben so der Kopf. Warum hast du hier so etwas, was nach hinten geht? Finde ich, lohnt sich nicht. Mund ist eher zu. Du willst, dass ein Drache vielleicht eher bedrohlich ein bisschen ist. Würde ich den Mund aufmachen und dann auch so Zähne mit einbauen, so. Hast hier so grün-gelbliche Augen. Das ist okay. Hier so eine Art Rüstung. Aber das war's, das holt mich jetzt nicht so ab. Und gewonnen hat die Sonne. Hatten wir auch schon das letzte Mal tatsächlich. Bin ich ehrlich, ich fand die Sonne in der Mongolei besser als die. Das gibt mir eher so ein bisschen Löwen-Vibes vom Kopf, von dem drumherum. So ein bisschen eher Löwe, aber du hast hier goldene Farben. So ein bisschen das Outfit auch in Silber-Weiß. Wie gesagt, ich fand die Sonne das letzte Mal. Deutlich besser in der Mongolei als hier, deutlich, finde ich. Ich finde, das ist schon so ein Unterschied wie Tag und Nacht eben, wie man so schön sagt. Ich weiß nicht, warum da hier so viel ist, was so dann ausstrahlt, sondern dass die Sonnenstrahlen sein. Das Kleid finde ich schön von der Farbe, hätte man aber, finde ich, deutlich mehr rausholen können. Deutlich mehr. So. Ja, ich habe meine drei. Okay, auf Platz 3 ist für mich das Ei. Ich finde das Ei stark umgesetzt mit einem wirklich starken Gesicht. Cowboy oder ja, nicht richtig Cowboy-Hut, aber so ein bisschen eben so schön umgesetzt, edel, leger. Finde ich irgendwie sehr, sehr cool umgesetzt, dieses Ei. Auf Platz 2 kommt für mich der Niedlichkeitsfaktor mit dem Zyklopen. Finde ich absolut niedlich. Wirklich, finde ich absolut niedlich. Und auf Platz 1 ist einfach schlicht und einfach der Frosch. Frosch kannst du nicht viel mit falsch machen. Du hast nicht viel falsch gemacht. Du hast alles richtig gemacht. Perfekte Maske. Manchmal ist weniger besser. Ich denke, damit kann man
einen guten Schlussstrich unter diese Folge ziehen. Meine Lieben, das war hier also die Staffel hier aus der Ukraine. Ich bin natürlich auch wie immer auf eure Meinung gespannt. Welche Maske hat euch am besten gefallen, welche eben nicht? Schreibt es sehr gerne unten in die Kommentare hin. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, freue mich auf eure Kommentare. Nächste Woche geht es dann los, in dem Sinne seid lang mal wieder mit der Datenbank. Ich bin gespannt drauf, mal gucken, was wir da machen. Ich bereite mich darauf vor und dann bleibt mir noch zu sagen, euch einen schönen Tag und Anpfiff, Abpfiff, Tor, ciao. Liebe Top-Familie und Zimmer-Singer-Fans da draußen, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.